So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Dieses Mal Pre-Release-Challenge. Ja, wir haben Pre-Release-Challenge dieses Mal wieder. Sind ja immer wieder bei jedem Pre-Release einige Content-Creator aus dem deutschsprachigen YouTube-Raum, die eben bei dieser Challenge mitmachen. Jedes Mal unendlich cool. Namen dabei wie Gamery, wie Melanybone, MTG und auch diesmal zum Beispiel MTGbox und auch andere Namen findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Guckt bitte jedes einzelne Video davon. Das lohnt sich, es macht immer wieder Spaß. Es ist jedes Mal dieselben Regeln. Also wir öffnen dieses Magic the Gathering Innistrad im Mitternachtspack Pre-Release Kit und schauen, was wir an Rares, Mythics und Foils für einen Preis haben. Foils sind immer, ja, ein bisschen schwieriger. Aber ja, das sind die Sachen, die wir vergleichen und schauen dann, wer den meisten Value aus seinem Kit rausgezogen hat. Zumindest preistechnisch. Ich habe bisher erst einmal Erster gewesen, gewonnen sozusagen. Das war Modern Horizons 2 und danach habe ich nur noch verloren. Deshalb gucken wir uns auf jeden Fall mal an, was wir hier drin haben. Jetzt ist es offen. Wir haben hier eine sehr seltsame Verpackung. Also wer Pre-Release Kits kennt, die haben ja eigentlich diesen ganz normalen, sehr weichen Wrapper. Das hier ist sehr, sehr dickes Plastik und es ist noch nicht mal komplett zu. Also es ist sehr, sehr, sehr seltsam. Wizards, ich hätte gerne bitte wieder das andere Wrapper drumherum. Das war viel, viel angenehmer. Ja, zur Verpackung selber. Das Orange-Schwarz finde ich ganz cool. Ich mag ja diese Art, diese Schrift und auch dieses Symbol davon am meisten. Und deshalb, ja, ich freue mich. Ich habe Bock. Wir haben einen schwarzen Würfel mit dem Werwolf-Symbol drauf. Dann haben wir, wo haben wir? Hier haben wir eine Erklärung. Nice. Die Rückkehr einer uralten Tradition. Ja, cool. Das Erntefest beginnt. Nice. Sehr, sehr cool. Es müsste eigentlich das Erntedankfest sein, aber okay. Passend zu Halloween. So. Hey, diese Verpackung können völlig diese Verpackung ist völlig recycelbar. Nice. Ja, ihr habt schon gesehen, hier ist ein Produce Code dabei. Wenn ihr das Video guckt, wird der schon eingelöst sein. Und hier der Kartentrainer. Und das finde ich großartig. Diese Verpackung ist vollständig recycelbar. Nice. Innistrad mit einer Art Promokarte, da ist dann diese eine Promokarte drin. Hammer! Also das finde ich Hammer. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr coole Aktion. Ich bin ja immer dafür, dass wir davon mehr bekommen. Wir haben, ach du Scheiße, bist du hässlich, eine Lähmungsnadel. Das ist der Hals des Menschen, das ist der Kopf, falls ihr nicht seht. Das ist die Nadel, die da so, ja, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, FSK 13. Finde ich bei dem Artwork schwierig. Ein Mana-Artefakt, so wie die Lähmungsnadel ins Spiel kommt, sagen wir Kartennamen an, aktivierte Fähigkeiten, die Namen dieser Quelle haben, können nicht aktiviert werden, seien es sind Mana-Fähigkeiten. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen Tag-Token und einen Nacht-Token, um zu sehen, wann Tag und wann Nacht ist. Dann haben wir double-sided Karten, die 7, die 3 und die 4. Auch hier können wir wieder ein Bild im Hintergrund malen. Sekunde, jetzt lasst mich kurz mal überlegen. 3, 4 ist genau auf der anderen Seite. 5, 6, 7. Also sowas in der Richtung. Ja, ich werde mal gucken, ob ich das komplette Bild zusammenkriege. Wenn ja, zeige ich euch das irgendwann mal. Hoffe ich, wenn ich es nicht vergesse. Wir haben auf jeden Fall die Lähmungsnadel. Wie gesagt, wie immer, wir gucken nach Value-Karten. Wenn ich ein paar Karten erkenne oder ein paar Karten cool finde, werde ich sie euch noch zeigen. Preise werdet ihr bei mir erst ganz zum Schluss eine große Tabelle eingeblendet bekommen mit allen Preisen, was mein Kit wert war. Und jetzt gucken wir uns die Booster an. Oh, oh, Booster. Absturz. Plummet. Endlich nochmal Plummet. Was? Vogelscheuche, Silberzahn. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Innistrad ist immer, immer eins der schönsten Sets gewesen. Ich liebe diese Sets, ich liebe diese Artworks, ich liebe den Flavor, ich liebe die Mechaniken. Hier ist eine Double-Sided-Karte. Okay. Oh, 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 loyaler Dommel. Dommelgreif. Was ist denn ein Dommelgreif? Okay. 302-2 Flash fliegen, wenn ihr ins Spielwerk kommt, können wir eine andere Kreatur zurück auf die Hand bringen. Okay. Spiel mit dem Feuer. Wir fügen 2 Schadenspunkte zu, falls das dem Spieler ins Gesicht Schaden zufügt, also ins Gesicht geschossen wird, dürfen wir sich eins machen. Sehr, sehr cooles Teil, aber naja. Tod, Kappen, Sprössling. Einmal 1-1 Mindestversorgungsdemenz, millen wir eine Karte. Wenn wir 3 oder mehr Karten im Friedhof haben, wird er transformiert. Und wenn der transformiert ist, dann ist der ein 3-3er zu Mindestversorgungsdemenz. Kannst du eine Karte aus dem Friedhof ins Ziel schicken, falls man dies macht und es eine Kreaturenkarte war, kriegt er eine 1-1-Marke.
So was Ähnliches wie der Scavenging Ooze. Und ich habe auch schon Glockenläuten gehört, dass der wahrscheinlich sehr, sehr mächtig wird. Gut, das ist unsere Flipkarte. Das heißt, wir haben eine normale Rare-Karte. Unnatürliches Wachstum für 3 Grün und ein farbloses. Zu Beginn jedes Kampfes verdoppeln wir die Stärke. What? Jeder Kreatur, die du kontrollierst. What? Und Widerstandskraft. What? Das ist krass. Krass. Und, oh mein Gott, ein Gebirge. Sehr, sehr hübsch. Ich mag die ja tatsächlich. Sehr. Oh mein Gott. Das ist wirklich hübsch. Wir haben noch ein Schlammwesen und noch eine Tag-Nacht-Karte. Das ist die Nummer 5. So langsam können wir ein Bild malen. Auf jeden Fall können wir hier mit der 405 kann ich mal zeigen, was ich meine. Die kann man so aneinander legen, das passt. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch die Nummer 5. Sehr, sehr cool. Und ja. Nächstes Pack. Ich bin auch so ein bisschen so, aha, ja, hier neue Karten. Gefühlt haben wir diese Pretty Challenge vor 2 Wochen erst gemacht. Dementsprechend bin ich noch so ein bisschen langsamer. Kerzenfalle, sehr cool. Und auch da noch ein bisschen sehr, sehr zurückhaltend. Arkane Infusion, 2 Mana, also ein rotes, ein blaues. Ghostbuster! Schauen wir die obersten 4 Karten unseres Decks an, wählen spontan 2 Plexerei-Karten, nehmen die auf der Hand und den Rest unter das Deck. Okay, und für 5 Mana Flashback. Wir nehmen. Was? Was? Du kannst davon alle Karten vorzeigen und auf die Hand nehmen. Okay, für 5 Mana ziehen wir 4 Karten. Noch nicht schlecht. Morgenlicht-Mentorin, 3 Mana 0-1. Wenn sie ins Spiel kommen, erzeugen wir einen 1-1 weißen Spielstein. Und Hexenzirkel. Für 6 Mana eine Kreatur kriegt +3/+3 und Trampel. Können wir nur, falls wir 3 oder mehr mit Kreaturen mit unterschiedlichen Stärken haben. Hier haben wir schon mal 0 und 1. Das ist gut, aber. Für 6 Mana eine Kreatur +3/+3 und Trampel? Nee. Reinigender Scheiterhaufen. Das ist das Symbol von Avastin. Krass. 2 Mana spontan zu fügen einer Kreatur am Blendsburger 3 Schadenspunkte zu. Wir werfen 2 Karten ab und ziehen dann entsprechend viele Karten. Bis zu 2 Karten. Bestimme 1. Sehr, sehr cool. Ist eine sehr, sehr coole Karte. Oh mein Gott, was bist du denn? Tovola, düsterer Oberherr, 3 Mana 3-3. Immer wenn der Spieler Kampfschaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Falls wir des Nahrungssegments 3 oder mehr Wölfe bzw. Wölfe kontrollieren, wird es Nacht. Und wir transformieren alle Menschen drüber. Der ist tagaktiv. Das ist also die Tagseite. Und dann haben wir die Nachtseite. Torva Geisel der Mitternacht. 4-4. Und immer wenn ein Wolf oder ein Werwolf mir einen Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Und für ein rotes und X kriegt eine Wolf oder Werwolf +X/+0. Also Catherine Wolfrun. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr starke Karte auch. Die ist echt gut. Ich liebe ja Werwölfe. Und das wäre ein Commander, by the way. Da hätten sie einen Commander drin bauen können. Dann die Ebene, hier mit der Strohpuppe. Finde ich sehr, sehr cool. Ich finde, bei der Ebene passt es am besten, weil es halt dieses Weiß ist. Und dann haben wir, oh, wir haben eine Vollkarte. Gier der Neugeborenen. 3 Mana Spontanzauber, der kostet einmal farbloses weniger zum Casten für jeden, falls wir einen Vampir kontrollieren. Und wir fügen einer Kreatur einen Schaden zu und kriegen ein Leben. Nee, der Beherrscher verliert auch ein Leben und wir ziehen eine Karte, oh mein Gott. Ja, dann haben wir Tag-Token und die Nummer 3, die haben wir schon. Mist. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich damit mal irgendwann mal so alle mit einem so einem Kit fertig kriege. Aber das werden wir sehen. So. Das nächste. Sich entfaltende Wildnis ist wieder da. Sehr, sehr cool. Return to Nature, auch mit einem sehr, sehr schönen Artwork hier mit dem, was hier da durchgeschwungen wird. Ja, ich mag die Artworks. Ich mag den Flavor sehr. Schlingen. Wurzel, Kriecher, ein blaues und grünes, 2-2, tappen für ein Mana beliebiger Farbe oder wir tappen und zeigen 2 Mana, können wir aber nur für Karten aus dem Friedhof benutzen oder für 2 Mana tappen können wir den aus dem ins Exile schicken und eine Karte, oh mein Gott, wir können eine Karte mit Flashback, die wir kontrollieren, auf die Hand zurückbringen, ui, das ist gut. Blutzehnt, Eintreiberin, 5 Mana, 3-4 fliegend. Wenn die ins Spiel kommt, falls der Gegner diesen Zug Lebensverlust verloren hat, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Okay, falls ein Gegner diesen Zug Lebensverlust verloren hat, wirft jeder Gegner ab. Nicht schlecht. Aber das ist nicht Lilly, oder? Das ist nicht Lilly. Hundezähmer. 3 Mana, 3-3, Trampelschaden. Für 4 Mana kriegt er eine +1/+1 Marke. Und 4-4 Trampel, andere Wölfe und Werwölfe, die du kontrollierst, haben Trampelschaden und kriegen für 4 Mana +1/+1 Marke. Sehr, sehr cool. Ungezähmter Welpe. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Ich mag die Werwölfe wieder. Ich liebe Werwölfe.
Und unsere Rare ist die grün, das grün-weiße Fastland. Kommt enttappt ins Spiel, falls man zwei oder mehr Länder kontrolliert. Getappt ins Spiel, falls man zwei oder mehr Länder kontrolliert. Also andere. Nicht schlecht, aber grün-weiß. Das grün-schwarz sieht auch richtig nice aus. Mir gefällt das. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie da ein Secret Lair drum gemacht haben und jetzt die wieder rausbringen. Aber für jemanden, der das Secret Lair nicht gekauft hat, finde ich es großartig. So. Nächstes Booster. Gucken wir mal, was wir sonst noch finden können. Arroganter Bandit. Sehr, sehr cooles Artwork. Das ist Kaya. Kaya ist also auf diesem Planeten. Ich habe, vielleicht merkt ihr das, noch nicht so viel Ahnung von dem Set. Abwägen, das soll eine gute Karte sein. Das ist Opt mit Surveil statt. Mit Scry. So. Dann zwanghafter Astronom, der sieht sehr, sehr traurig aus. 2-2, falls es weder Tag noch Nacht ist, wenn er ins Spiel kommt, wird es Tag. Okay. Immer wenn es Tag, wenn der Tag zur Nacht oder die Nacht zum Tag wirft, wirft zwei Karten ab und ziehe entsprechend viele Karten, also bis zu zwei Karten. Hä? Okay. Nicht so meins. Redus des Vergessenen. Ein schwarzes, ein weißes. Wir opfern eine bleibende Karte, die kein Land ist, um zusätzliche Kosten. Und wir exilen eine bleibende Karte, die kein Land ist. Mit einem Flashback. 4 Mana. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nice. Und dann haben wir einen gierigen Schiffbrüchiger. 2-1-3. Wenn der stirbt, bildet man 3 Karten mit Aufstören. Das heißt echt aufstören. Für 5 Mana können wir die Karte aus dem Friedhof casten. Wir casten damit nicht die Frontseite, sondern wir casten diese Seite. Geisthafter Züchtiger. 3-4 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du bis zu 3 Karten aus deinem Friedhof in deine Bibliothek mischen. Und wenn er in den Friedhof gelegt würde, wird er stattdessen exiliert. Sehr, sehr stark, weil er halt zurück auf die Hand genommen werden kann. Aber auch hier die Story wieder. Hier ist der Typ, der hier am Boden ist und das versucht, das Buch zu verstecken. Hier ist der Spirit, der versucht, das Buch zu lesen und mitnimmt. Sehr, sehr cool. Ich liebe diese Flipkarten davon. Wir haben den Fluch des Schweigens. Mit ein Mana Aura Fluch verzauber einen Spieler. So wie die ins Spiel kommt, sagen wir einen Kartennamen. Karten mit dem bestimmten Namen, die der verzauberte Spieler castet, kostet 2 Mana mehr. Und immer wenn der verzauberte Spieler diesen Zauberspruch mit dem bestimmten Namen castet, also wirkt, kann man ihn opfern und falls man nichts tut, zieht man eine Karte. Okay. Kann ich nicht einschätzen. Ist aber rot wieder. Nice. Spider. Und die Nummer 1. Ja, kann ich nicht einschätzen, ist glaube ich nichts fürs Death in Texas. Ja. Ansonsten, ich kann es nicht oft genug betonen, guckt bei den anderen Leuten mal vorbei, was die so aufgemacht haben und wie viel Value die rausgezogen haben. Im Vergleich zu mir, der bisher und jetzt noch nicht gefühlt die. Oh mein Gott, Vogelwunde. Ich liebe diese alternativen Artworks. Reichweite tagaktiv und auf der Rückseite ist er dann hier richtig schön zerfetzt mit dem Nachtaktiv. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir Winterdornsägen. Ein blaues, ein grünes. Wir legen eine +1/+1 mal auf eine Kreatur. Und wir tappen eine, also die wir kontrollieren. Und wir tappen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Der Beherrscher kann sie nicht enttappen. Bis zum nächsten Enttappsegment. Und oder während des nächsten Enttappsegments. Für 3 Mana können wir das Ding flashbacken. Das ist sehr cool. Geschenkte Zeit. 3 Mana Verzauberung, wenn sie ins Spiel kommt, exilieren wir eine bleibende Karte, die kein Land ist und die einen Gegner kontrolliert, bis sie das Spiel verlässt. Also Oblivion Ring, da ist ein Teferi. Also ist hier Teferi drin. Okay. Überforderter Archivar, 3-3-2, wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte, werfen eine Karte ab, auch hier mit Aufstören. Das heißt, wir können den casten, und wenn wir den casten, nehmen wir mit 2-1, Spukgeist des Archivs, derselbe Typ halt. Und wenn er angreift, dürfen wir eine Karte ziehen, werfen dann eine Karte ab. Und falls er von irgendwie auf den Friedhof geht, wird er exiliert. Das ist meins. Sehr cool. Und unsere Rare ist Maske von Grieselbrand. 3 Mana legendäres Artefakt Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hat Flugfähigkeit und Lifelink. Und wenn die Kreatur stirbt, können wir X Leben bezahlen, wo X gleich die Anzahl der Stärke ist. Und X Karten ziehen für 3 Mana ausrüsten. Nee. Die Insel ist ja nice. Richtig cool. Die auch mit dem Magier. Richtig cool. Und wir haben die Nummer 5. Okay. Ja, letztes Booster. Value kann ich überhaupt nicht einschätzen bei diesem Pre-Release dieses Mal. So gar nicht. Dementsprechend bin ich gespannt, was ihr gleich an dieser komischen, schönen Tabelle ausgestopfter Bär. Oh mein Gott! Was ihr in der Tabelle sehen werdet für einen Preis.
weil, wie gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen. Ich hoffe, er ist hoch genug, damit ich diesmal nicht Letzter werde. Es ist ja noch nicht mein Ziel zu gewinnen, ich möchte nur nicht Letzter werden. Gavin Demmerwacht, 303-3 mit Abwehr 1. Also wenn er Ziel von Zauberfähigkeiten wird, muss er jeden einen Mana bezahlen, sonst wird das Ding gekontert. Falls du es weder Tag noch Nacht ist, wird es Tag. So wie Gavin ins Spiel kommt. Immer wenn der Tag-Nacht gewechselt wird, schauen wir die obersten vier Karten unseres Decks an und können eine Kreaturenkarte, Mana kosten 3 oder weniger davon auf dem Vorzeigen, auf die Hand nehmen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Visionsinjektion. 4 Mana opfern eine Kreatur. Die 3 Karten. Boah, das ist bad. Das ist bad und wir haben. Dorfwache. 5 Mana, 4-3 Eile mit Tagaktivität. Und auf der anderen Seite dann natürlich die Nachtaktivität, die Dorfplünderer, 5-4, Wölfe und Werwölfe, die kontrolliert haben Eile. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte. Und unsere Rare ist der Wissen absaugen. Ein blaues, ein schwarzes. Wir schauen uns die obersten 2 Karten der Bibliothek des Gegners an. Schicken einer von verdeckten ins Exil und die andere unter das Deck. Und solange die Karte im Exil bleibt, können wir die spielen und können Mana wirken. Als wäre es Mana beliebiger Farbe dafür. Und ja, für 3 Mana Rückblende. Sehr cool. Sehr cool. Und wieder eine Ebene. Oh, die Ebenen, die sind richtig Hammer. Oh mein Gott. Ich werde mir davon wohl mal ein paar besorgen müssen. Die ist sogar voll. Nee, die ist nicht voll. Die sieht nur so aus. Sehen die anderen auch so aus? Entschuldigung. Nee, die anderen sehen auch so aus. Die ist nicht voll. Aber die ist voll. Was? Okay. Wissenabsaugen Nummer 2 in voll. Ja, jetzt kriegt ihr die Tabelle aufgezeigt. Das ist der Preis, den mein Kit wert war und den ich somit in die Pre-Challenge gebe. Und hoffe, nicht Letzter zu werden. Und ansonsten würde ich sagen, schaut bei den anderen Jungs vorbei. Habt Spaß mit dem Pre-Release und mit Innistrad. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksade. Ciao, ciao.